Hallo und Servus miteinander aus Rimini, Bella Italia. Wir waren heute sportlich aktiv und zwar bei der Challenge Rimini. Challenge Rimini, ja, ist das erste, würde ich sagen, etwas größere Rennen in Europa heuer in der Saison und so entsprechend gut besetzt. Also, es war ein gemeldeter Lokalmatador, der Giulio Molinari, der schon dreimal gewonnen hat, und der Andy Böcherer unter anderem auch. Also haben wir gewusst, es wird schwierig werden für uns. Ja, und das waren ja nur zwei der sehr, sehr guten. Es waren ja noch etliche mehr am Start. Und das Ziel war es eigentlich, dass einer aufs Podium kommt. Und ich denke damit, das ist eigentlich, vorher Hoch hätten wir gesagt, das gesetzt, war ja. schon sehr, sehr hoch, gestecktes Ziel. Ja, und es kam dann Gott sei Dank ein bisschen anders, ein bisschen positiver sogar. Aber jetzt erstmal von vorne weg. Ich denke, vom Wetter her haben wir riesen Glück gehabt. Es war gestern sehr, sehr schlecht, eigentlich den ganzen Tag schon gut Regen, auch in der Regen. Nacht. Und pünktlich vorm Start, sondern war es eigentlich gut. Die Straßen waren trocken. Und ja, dann ging es los mit dem Schwimmen. Schwimmen, ja, hat es ein bisschen einen Wellengang gegeben. ja, hat passt. Vier Schwimmer waren voraus. Wir waren beide in der ersten großen Gruppe drinnen. Da war unter anderem der Andi Böcherer auch. Und ja, da sind wir, glaube ich, beide zufrieden. Ja, und dann ist es aufs Radl gegangen. Wir sind eigentlich gemeinsam los, die ersten 10, 15 Kilometer, bis der Thomas dann am Berg mal hier mit 400 Watt hingedrückt hat. Dann war er alleine und der Rest hinterher sozusagen. Und Ein Honorable voraus muss man auch ja, sagen. einer war voraus, der Lokalmatador, der Giulio Molinari. Und ja, dann der Rest ist, denke ich, schnell erzählt. Beim Halbmarathon war es ein großer Kampf. Und was ist rausgesprungen für uns? Zwei und drei. Zwei und drei. Ich denke, da können wir super happy sein. Jeden Fall. Und das nächste Mal in Aktion seht ihr uns beim Ironman 70.3 St. Pölten in 2 Wochen. Österreich, also zwei In Wochen. Österreich in 2 Wochen. Bis dann. Servus für dich.